Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Lars Schall. Ich bin unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und ich bin jetzt mit der unabhängigen Nahost- und Energiefachkraft Dr. Karin Kneisel in der Nähe von Wien verbunden. Und Frau Kneisel hat ein neues Buch geschrieben, das ist bei Braumüller erschienen und heißt Die zersplitterte Welt, was von der Globalisierung bleibt. Schönen guten Tag. Guten Morgen, Herr Schall. Sagen Sie mal, Sie sitzen da in der Nähe von Wien. Hat das gewisse Vorteile für Sie als Energieanalystin? Auf jeden Fall. Also zum einen ist einmal die Präsenz der OPEC, also das Generalsekretariat der OPEC befindet sich seit den 60er Jahren in Wien. Und das hilft mir in vielerlei Hinsicht. Das eine ist die Tatsache, dass man die Konferenzen besuchen kann ohne großen Reiseaufwand. Aber was noch viel mehr also relevant ist jetzt für eine Recherche, jenseits der Konferenzen ist einen permanenten Kontakt zu pflegen mit Gesprächspartnern, dass man einfach in Hintergrundgesprächen in Kontakt bleibt. Und die mittlere Ebene ist die relevantere als jetzt die oberste Entscheidungsebene, weil die einfach die Statistiken vorbereiten, sich kritisch mit Materialien auseinandersetzen. Und das wird dann in gewisser Weise natürlich auch von der politischen Ebene oftmals überrollt. Und die OPEC verfügt in ihrem Sekretariat auch über eine ausgezeichnet bestückte Energiebibliothek. Also ich rate auch immer wieder Studierenden dort, um eine Recherchegenehmigung anzusuchen, weil man einfach hier wirklich sehr interessant Materialien findet, die man sich sonst sozusagen im Abonnement oder so nicht leisten kann. Und das Internet ist zwar ganz nett, aber ich verweise immer darauf einfach auf die Notwendigkeit, dass es viele Materialien gibt, die nicht so im Netz verfügbar sind. Und da zahlt sich der Gang in eine Bibliothek aus. Das andere, was Wien über die Jahre hindurch interessant gemacht hat, ist natürlich die Präsenz anderer internationaler Organisationen, aber auch Tagungen, wo man einfach im Zuhören, im Nachhaken das eine oder andere mitbekommen kann. Passiert auch in London, passiert auch in Genf. Aber wie gesagt, hier hat sich Wien in gewisser Weise, ohne dass ich das jetzt konferenztourismusmäßig bewerben möchte, aber doch eine ganz gute Position verschafft. Es ist die Atomenergiebehörde da, Nuklearbereich, die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hat sich auch eine Energiesäule aufgebaut, wo immer wieder ganz interessante Tagungen, Workshops stattfinden. Also mir persönlich hilft diese geografische Nähe zu Wien, weil ich somit ohne großen Kostenaufwand das eine oder andere dann auch immer wieder für eine Primärrecherche mitbekomme. Wie sind Sie denn eigentlich dahin gekommen, unabhängige Energieanalystin zu werden? Ich hatte mich selbstständig gemacht im Herbst 1998. Ich war zuvor 10 Jahre im diplomatischen Dienst der Republik Österreich tätig, habe dann nach wohlfeilen Überlegungen beschlossen, diesen Bereich den Rücken zuzukehren und das auch nie bereut. Aber es war natürlich gerade im Jahr 2000, 2001 einfach schwierig mit Texten zum Nahen Osten beziehungsweise auch mit Unterricht im Bereich Völkerrecht wirklich das finanzielle Auslangen zu finden. Und ich habe mich damals über gerade auch diese OPEC-Berichterstattung, die ich angefangen hatte, immer mehr ein wenig in den Energiebereich vorgearbeitet und dann eine Lehrveranstaltung angeboten, wobei interessanterweise die militärischen Akademien, sprich Militärakademie, viel stärkeres Interesse an der Thematik von Anbeginn hatten, als jetzt zum Beispiel die Hauptuni, die nach der Devise Energie, wozu brauchen wir das, nicht so interessiert war. Aber ich konnte dann über diese Lehrveranstaltungen und in Vorbereitung selbiger mir eigentlich einen Bereich erarbeiten, mit dem ich, glaube ich, heute ein wenig punkten kann oder wo ich ein gutes Echo erhalte. Ich versuche, bestimmte Entwicklungen nicht nur jetzt über die Preis- und Chart-Angebot-Nachfrage zu erläutern, sondern auch eben in bestimmte historische Etappen zurückzugreifen, weil gerade das Thema Erdöl ein hochemotionales auch ist. Und wenn man, so wie ich, ein wenig im Nahen Osten gelebt hat, ich spreche Arabisch und versuche auch immer wieder meine Kenntnisse aufzufrischen, einfach durch Augenschau, indem ich regelmäßig in der Region bin, dann kann man diesen komplexen Erdölmarkt von mehreren Seiten her beleuchten. Und das versuche ich, indem ich eben auch das Geopolitische, das Historische, das teilweise auch psychologische Element, das sich einfach aus der Geschichte, aus der wechselseitigen Wahrnehmung her erklärt, einzubringen. Und was mich immer wieder erstaunt, ist, wie Rohstoffanalysten in Landesbanken, und da möchte ich jetzt nicht sozusagen alle in einen Korb werfen, aber doch
ein wenig verzerrtes Bild haben, weil beispielsweise, und ich bin jetzt wirklich nicht der Advokat der OPEC, aber man hier immer gerne bloß vom Erdölkartell spricht und kurioserweise ein ganz festgefahrenes Bild aus dem Jahr 1973 immer noch im Kopf hat. Also dort der böse muslimische arabische Osten und hier der arme, ausgebeutete freie Westen. Also das sind einfach Bilder, die sich ganz, ganz stark verhakt haben. Auch Personen, die das Jahr 73 gar nicht mehr physisch miterlebt haben, weil sie Nachgeborene sind. Und das versuche ich unter anderem auch darzustellen. Was spielt hier alles hinein? Also die Preisentwicklung ist oftmals nicht nur eine eben durch Fundamentaldaten beziehungsweise die altbekannte Geopolitik und Finanzspekulation und so weiter geprägt ist, sondern es fließen hier auch immer wieder ganz kuriose historische Verzerrungen hinein. Ja, ein Brennpunkt der Energiepolitik ist ja der nahe Mittlere Osten oder der Greater Middle East, wenn man noch Zentralasien mit reinnimmt. Da gibt es ja Bestrebungen, diverse Pipelines zu bauen. Und eine, die ist jetzt abgeblasen worden, das ist die sogenannte Nabucco-Pipeline. Sie überrascht das nicht, dass es so gekommen ist? Nein, ich habe mir erlaubt, in einer etwas sarkastisch-ironischen Art dieses Projekt schon vor Jahren dahingehend auf den Punkt zu bringen, indem ich schrieb in meinem Buch Energiepoker damals im Jahr 2006, der Name Nabucco rührt ja daher, dass diejenigen Personen des Konsortiums, also das war damals also unter der Federführung der österreichischen OMV plus türkischer, bulgarischer, ungarischer Partner, also das war das Grundkonsortium, im Dezember 2002 in Wien nach Unterzeichnung des Vorvertrages gingen sie in die Staatsoper und sahen die Verdi-Oper Nabucco, die natürlich von Unabhängigkeit spricht. Das ist damals das Thema sozusagen des unabhängigen nationalen Italiens gewesen. Und man entschloss sich dazu, den Namen zu wählen, weil man eben vor allem auf Unabhängigkeit von Russland hinaus wollte. Also die Idee war Umgehung von Russland und damit sozusagen eine zusätzliche Transitsicherung und zusätzliche Quellen im Sinne von Diversifizierung also auf den europäischen Gasmarkt zu bringen. Das war die Ausgangsposition und ich meinte also damals etwas ironisch, wäre man in die Volksoper gegangen und hätte man Wiener Blut gesehen, dann hätte es auch Wiener Blut heißen können, weil für mich war von Anbeginn hier, waren hier einige Pferdefüße in dem Ganzen. Zum einen, die OMV hat seit 1968 ein sehr, sehr enges Verhältnis zum russischen Partner gehabt. Also man muss sich vorstellen, dass also Österreich am Höhepunkt des Kalten Krieges im Sommer 1968, Prager Frühling, ein langfristiges Erdgaslieferabkommen mit der damaligen Sowjetunion abgeschlossen hatte, das auch jahrzehntelang funktionierte und immer wieder eingehalten wurde. Das heißt, man hatte in der Sowjetunion und später eben in der Nachfolge der Russischen Föderation eine sehr, sehr enge Partnerschaft geschlossen. Nun wollte man zeitgleich diesen russischen Partner gewisserweise vergrämen, indem man gesagt hat, wir wollen aber diversifizieren, wir gehen auch noch auf andere Partnersuche. Und da war damals vorrangig vor allem die Idee, Iran als zukünftigen Erdgaslieferanten für Europa hereinzuholen. Eine alte Idee, also das ist nicht etwas, was 2002 hochkam. Aber 2002 sah man sozusagen die Zeit gekommen, damals der lächelnde Präsident Khatami. Im Iran roch manches nach Öffnung, das hat sich dann ab dem Jahr 2005 wieder ins Gegenteil verkehrt. Jedenfalls war der Wunsch sozusagen aus dem kaspischen Raum vorzugsweise eben Iran, später sattelte man dann auch Turkmenistan um, später versuchte man dann die Pipeline auch so zu drehen, indem man also verschiedene Einspeisungen aus dem Nordirak und aus anderen möglichen potenziellen Lieferanten vorsah. Nur das Problem war, man änderte die Strategie immer wieder und man hatte in den 10 Jahren dieser Verhandlungsphase nicht einen einzigen Zeitpunkt, wo man wirklich zu einem ganz soliden, konkreten Einspeisungsvertrag gekommen war. Das war einmal der Hauptknackpunkt. Und ohne Einspeisungsvertrag ging da nicht sehr viel weiter. Und das andere war natürlich auch eine lange Verhandlungsgeschichte mit der Türkei, ob die Türkei bloß Transit oder Hub sein soll. Das war dann irgendwann mal gelöst.
Besonders bürokratisch und problematisch wurde es dann ab dem Zeitpunkt, als man auch einen EU-Koordinator einschaltete und das Ganze sozusagen zum europäischen Projekt erklärte, was meines Erachtens die Sache verkomplizierte, weil die EU hier einfach, sie hat keine gemeinsame Energiepolitik, sie hat keine Linie. Und die Konsortiumsmitglieder hatten einfach jeweils gegenüber ihren Aktionären Rechenschaft abzulegen, hatten sozusagen ihre Kosten zu sichern. Und da ging nichts weiter. Und hinzu kam dann natürlich auch über die Jahre, es zog sich ja fast ein Jahrzehnt hin, diese Nabucco-Geschichte, verschiedenste andere Konkurrenzprojekte, ähnlich gelagerte Projekte. Und hier hat also jetzt zum Schluss vor einem Monat das Projekt TAP, wo die Schweizer also unter anderem auch eine Rolle spielten, den Ausschlag gegeben und man mit Aserbaidschan also eine andere Route vereinbarte, als die dann für, als verkürzte Nabucco West, Nabucco Light, bekannte, also Rest eines einstmals viel, viel größer geplanten Projekts, das auch, wie das immer bei solchen Infrastrukturprojekten ist, natürlich auch über die Jahre aufgrund steigender Stahlpreise, steigender Kupferpreise immer teurer wurde. Und sich letztendlich, nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer angespannten Finanzsituation, glaube ich, kaum jemand bereit gefunden hätte, diese Milliarden vorzustrecken. Und das Konsortium aus eigener Kraft das auch nicht hätte finanzieren können. Also es gab viele, viele Knackpunkte, aber ein wesentlicher war meines Erachtens einfach auch dieses etwas undiplomatische Vorgehen im Sinne von, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Ja? Also wir wollen sozusagen mit den Russen in manchen Dingen wunderbar als Partner vorgehen und in andere, auf anderen Hochzeiten tanzen wir sozusagen ohne die Russen. Und damit hat man eigentlich sich, glaube ich, so manchen Stein in den Weg gelegt, der sich noch langfristig auch noch beschwerlich machen wird. Ja, bei der Pipeline-Politik in Zentralasien geht es ja vornehmlich darum, sowohl Russland als auch den Iran zu umgehen. Da bei letzterem den Iran umgehen, spielt ja diese TAP oder TAPI-Pipeline eine Rolle. Wie beurteilen Sie, dass das die USA bzw. halt dann auch jetzt das Regime von Hamid Karzai wieder mit den Taliban verhandelt und man im Grunde genommen da wieder ankommt, wo man im Sommer 2001 aufgehört hat? Ja, also es ist ein ganz kurioser Zyklus, der sich hier schließt. Ich erinnere auch gerne daran, dass die erste Amtsreise, die Hamid Karzai als eben neu eingeweihter Präsidentenamt und Würden Afghanistan im Frühjahr 2002 in Richtung Turkmenistan machte, um eben genau über dieses Pipeline-Projekt damals wieder die Verhandlungen aufzunehmen. Entscheidend für TAPI, auf das ich immer sozusagen eine gewisse Bedeutung gab, auch wenn andere meinten, das würde nie funktionieren, weil es hier Streit Indien und Pakistan. Nur Indien und Pakistan haben sich vielen Widrigkeiten zum Trotz doch über die letzten Jahre in einer Entspannung und in einem recht professionell vorangetriebenen Versöhnung wäre noch zu viel gesagt, aber einfach Entspannungsprozess wiedergefunden. Und es dreht sich so manches einfach in Richtung Osten. Und wenn sich genug Warlords in Afghanistan finden, Afghanistan wird nie zu einem soliden Nationalstaat à la westfälischen Modell Westeuropa werden. Also ich glaube, das schminken sich mittlerweile viele ab, auch wenn sie dort sozusagen mit viel Kraft und NGO und so weiter innerhalb kürzester Zeit einen national geeinten Rechtsstaat auf die Beine stellen wollten. Aber man wird sich in irgendeiner Weise vielleicht wieder zusammenraufen und wenn sich dann unter diesen einzelnen Stämmen, Warlords, wie auch immer, ein Ausgleich finden lässt, und da spielen die Taliban einfach auch ihre Rolle, weil sie in der Bevölkerung verhaftet sind, wer bekommt was und wo soll die Pipeline verlaufen? Und wir haben ein Interesse daran, dass wir die Transitgebühren einheben. Das bringt uns allen etwas. Also die Frage ist immer, wie können diese diversen Interessen bedient werden? Dann glaube ich, dass eben aus TAPI etwas wird. Und TAPI geht ganz zügig voran. Also hier sind auch einige europäische Konzerne wie GDF Suez, glaube ich, in sozusagen involviert und haben ihre Interessen. Weil man einfach verstanden hat, man hat in Indien und Pakistan
schon einmal demografisch gesehen einen gewaltigen Markt für also zukünftige Erdgasabnehmer. Und Turkmenistan mit den viertgrößten Reserven, das ich ein paar Mal besuchen durfte in den letzten Jahren, hat einfach auch ein Interesse, glaube ich, mehr nach Süden und Osten zu drehen. Das zeitigte schon, also dass das große Pipeline, der Pipelinebau über Kasachstan und Usbekistan nach China, der 2010 abgeschlossen wurde. Bauzeit 11 Monate, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Europäer haben 10 Jahre vorgesprochen, Konferenzen abgehalten. Die Chinesen bauten innerhalb von 10 Monaten eine 2600 Kilometer lange Pipeline, wenn ich mich recht erinnere, von der Länge her. Und in Turkmenistan hatte ich auch ein wenig den Eindruck gewonnen, dass man also sich über die Europäer schon ein wenig lustig macht, wenn man sagt sich, gut, da kommt ein Energiekommissar, da kommen diese oder jene Konferenzteilnehmer. Nur mit wem machen wir letztlich Geschäfte? Das sind Konzerne, die sagen, wir wollen dieses oder jenes, wir bieten das, wo können wir Handelseins werben? Und das ist wahrlich kein leichtes Verhandlungsvorgehen. Aber man sieht gerade an dem Verlauf also dieser chinesischen Pipeline, aber eben auch von TAPI, einen Trend, den ich seit Jahr und Tag immer wieder beschreibe, die Pipelines drehen nach Osten und nach Süden und nicht nach Westen. Und wir haben uns in Europa in einem völlig naiven Eurozentrismus jahrelang zurückgelehnt mit der Aussage, wir wären ein ach so wichtiger Markt, weil wir zahlen ja so tolle Preise. Und höhere Preise werden mittlerweile auch von östlichen Kunden gezahlt. Wenn Sie nun sagen, dass die Pipelines gen Osten gehen, ist das ein Ausdruck dafür, für ein Heraufziehen eines asiatischen Zeitalters? Ich glaube, das ist in vielfacher Weise da und dort schon vorhanden. Die Frage wird sein, innerhalb dieses asiatischen großen Raumes, wie sich dort, sagen wir mal, sozusagen multipolar die Kräfte bilden, wird das unter einem chinesischen Führungschaft erfolgen oder haben hier die Inder die Nase vorn oder teilt man sich sozusagen gewisse Einflusszonen untereinander auf. Die asiatischen Staaten sind ja natürlich auch nicht gegen Widrigkeiten gefeit. Sie haben ihre eigene Bevölkerungsexplosion, sie haben ihre eigene Massenarbeitslosigkeit, die auch nicht leichter zu handeln wird, wenn die Weltwirtschaft also in der Situation, in der sie im Moment steckt, weil wir uns bekannterweise alle miteinander zusammenhängen in der globalisierten Welt. Aber was diesen asiatischen Raum meiner Beobachtung nach eine gewisse Festigkeit und Bedeutung verleiht, ist zweifellos die Tatsache, dass hier Menschen unterwegs sind, die alle noch etwas schaffen wollen, werden wollen. Ja? Also es ist nicht diese Sattheit da, die doch in der nordwestlichen Hemisphäre viel stärker zu beobachten ist. Es ist, ich habe in Vietnam vor einigen Jahren einmal an einer Universität ein wenig unterrichtet und die Neugierde, die einfach in den Debatten da ist und selbst in einem so schwierigen Land wie Vietnam, dass er so autoritär regiert wird, war ich erstaunt über die akademische Debatte, die also viel bunter war als die Konformisten, die wir in europäischen sogenannten Kaderschmieden haben, wo sich keiner mehr getraut, eine provokante Frage zu stellen. Da fällt mir ein, dass Sie ja auch in Ihrem Buch darüber sprechen oder dazu aufrufen, sich Asienkenntnis anzueignen und auch Wissen über Afrika als Bildungsauftrag. Ja, wir haben in unseren Geschichtsbüchern, also ich selbst bin Jahrgang 65 und ich glaube, es hat sich da in der Geschichtsschreibung, in den Lehrbüchern nicht viel verändert, wenn ich mir die Unterrichtsmaterialien ansehe. Vielleicht ist es ein bisschen weltoffener geworden, aber letztendlich lernen wir immer noch die Geschichte Europas und eben nicht die Geschichte von Mali oder die Geschichte der chinesischen Dynastien, geschweige denn der Mongolen in Indien oder sonst wo. Und ich selbst bin ein also passionierter Leser der Geschichte und meine, dass man dann in all diesen diversen Verhandlungstechnik-Seminaren, die so gerne angeboten werden im Sinne von interkultureller Kompetenz und Ähnlichem, letztendlich läuft es darauf hinaus,
ein Wissen um die Geschichte, um die Geografie und auch um die Höhen und Tiefen des Gegenübers zu erfahren. Und das ergibt sich einfach aus einer Neugierde auch hierfür. Und ich glaube, daran fehlt vor allem, also in unseren Breiten. Es ist eben diese Sattheit da, die haben unsere Sprache zu lernen. Es ist natürlich auch noch, da wirkt der Kolonialismus da und dort nach. Aber letztendlich werden wir uns, glaube ich, stärker mit deren Sprache und mit deren Sichtweise auf die Welt auseinandersetzen, als wir das bislang taten. Ja, wen das weiter interessiert, ich möchte mal ein Buch empfehlen, natürlich Ihr Buch auch, aber von Josef Kizerbo, Die Geschichte Schwarzafrikas, erschienen im Fischer Verlag, über 700 Seiten. Da kann man sich mal über den so unbekannten Kontinent Afrika ein wenig schlau machen. Worüber ich noch mit Ihnen sprechen wollte, war, wir hatten ja schon ein wenig Iran angerissen. Sie sind da nicht unbedingt jemand, der auf die Angstpedale drückt. Nein, also ich versuche immer wieder in den Iran einfach auch zu reisen, um mir eben ein Bild zu machen. Und ich war zuletzt im Dezember dort. Und das Kuriose, was ich eben damals beobachtet habe und auch in Gesprächen mit Unternehmensberatern iranischen hörte, war, also eine ganz hohe Klientel kommt mittlerweile aus den USA, die Marktstudien anfordert, wie kann man sozusagen Produkte auf dem iranischen Markt unterbringen. Es gibt einfach ein großes Interesse seitens vieler US-Konzerne, wieder in den Iran zurückzukommen. Und es tut sich hinter den Kulissen schon seit geraumer Zeit viele zwischen vor allem den USA und dem Iran. Eine gewisse neue Dynamik hat sich natürlich auch ergeben durch die Abwahl von Ahmadinejad und durch den alten neuen Kopf eben Rouhani, der ja auch ein Mann des Establishments ist, wie alle Kandidaten des Establishments waren, wie auch die sogenannte Opposition. Also das wird bei uns manchmal auch etwas falsch wahrgenommen. Da gibt es auch nicht die gute Opposition und das böse Regime. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, dass sich hier so manches dreht und man den Iran, das hat sich, glaube ich, herumgesprochen in einigen westlichen Hauptstädten, man braucht den Iran nicht nur jetzt als Markt, das interessiert einiges sehr, aber man braucht ihn wahrscheinlich auch als Gegengewicht zu, sage ich jetzt einmal etwas salopp, den Mursis der arabischen Welt, ja, also der ja mittlerweile auch abgesetzt wurde, aber der schiitische, nicht-arabische Iran, der sozusagen als Macht am Persischen Golf immer eine Rolle spielt und immer ein Zünglein an der Waage war, das wird, glaube ich, wieder in diesem neuen Gefüge, das sich da doch da und dort anbahnt, wieder von Bedeutung sein. Und das haben meines Erachtens die Russen zu einem viel früheren Zeitpunkt kapiert und auch entsprechend eben gewürdigt, als das von Seiten vieler europäischer und nordamerikanischer Staaten der Fall war. Also Kanada verhält sich ja da auch etwas mit einer gewissen Phobie und nicht mit einer, sagen wir mal, strategischen Planung, was gerade eben auch die Neuausrichtung in Energiefragen anbelangt. Aber die Rückkehr des Irans auf eine gewisse politische Ebene, glaube ich, bahnt sich an. Ja, wie beurteilen Sie die Internationalisierung der chinesischen Währung, die ja unter anderem dadurch stattfindet, dass man da sehr, sehr viel Gold kauft. Man weiß nicht, wie viel, aber es muss einiges sein. Ja, also es gibt Personen, die sind berufener über die Rolle des Goldes und Gold als Reservewährung zu sprechen. Ich glaube, dass Staaten wie Iran und in Indien ist es ja ähnlich. Auch wenn man sich die Goldreserven also weltweit ansieht, ist ja interessant, wer da wo rangiert. Auch ein kleines Land wie der Libanon, das ich ein wenig kenne, ist, glaube ich, Nummer 16 oder 17 unter den Goldreserven. Also hier gibt es Staaten, die einfach immer gewusst haben, ihre Wirtschaft zu diversifizieren, ihre Haushaltsreserven zu diversifizieren, indem sie einfach auch auf Edelmetall setzen. Und machen es ja damit sozusagen auch den Individuen nach oder die Individuen den Staaten, wenn man sich das Portfolio so manchen Milliardärs ansieht, dann wird eben neben Immobilien ist doch auch ein hoher Prozentsatz immer noch der Edelmetallsektor, jetzt Bewegungen rauf und runter, mal davon abgesehen. Ich persönlich habe Gold auch immer als Reservewährung gesehen und nicht als Rohstoff. Also Gold
fiel ja, ich weiß nicht, wie das jetzt formalistisch gegenwärtig genau weitergehandhabt wird, aber Gold wurde meines Wissens nach zumindest vor fünf Jahren noch auf Rohstoffseminaren eben als Rohstoff dargestellt. Und meines Erachtens fällt es in eine andere Kategorie, nämlich in die Kategorie Reservewährung und eben im Falle von Währungsreformen, welcher Art auch immer, ob die jetzt eben in China anfallen oder ob die im Westen vielleicht zur Debatte stehen, die Anbindung an einen Metallstandard, an eine Metallreferenz sind gegeben. Und ich glaube, da hat sich in der chinesischen Geschichte, die ja auch ihre Zusammenbrüche, Bankrotte, Inflationen und mit Papierwährungen mehrfach erlebten. Also im 15. und 16. Jahrhundert sind ja chinesische Dynastien immer wieder über massive Inflation gestolpert. Und in China herrscht nun einmal auch ein großes historisches Bewusstsein, gerade unter den höheren Kadern. Und ich habe immer noch sozusagen in meinen Handakten den 32 Seiten Aufsatz des Gouverneurs der chinesischen Zentralbank von 30. März 2009, in dem er, ohne den US-Dollar zu erwähnen, ganz explizit schreibt, es sei also riskant und gefährlich und unverantwortungsvoll, also verantwortungslos, schreibt er sogar, die Weltwirtschaft an eine Weltleitwährung zu hängen, wo eine monetaristische Politik ohne Weitsicht und so weiter erfolgt. Also es werden nicht die USA, es wird nicht der Dollar erwähnt, aber alle, die den Text gelesen haben, wussten, worauf es hinausging. Und hier ist einfach ein Interesse verschiedenster Notenbanken, glaube ich, vorhanden, sich zu lösen von einer Währung, die doch relativ unsicher ist. Ja. Wo Sie das vorhin sagten, das Spannungsverhältnis Gold als Währung oder als Rohstoff, so möchte ich einmal kurz nur für unsere Zuhörer zu bedenken geben, dass Gold bei den großen Banken im Währungssektor gehandelt wird und nicht im Rohstoffsektor. Das sagt ja vielleicht schon einiges aus. Wie kommen Sie denn eigentlich darauf, dass wir uns in einer zersplitterten Welt befinden? Was meinen Sie damit? Wir rühmen uns der Globalisierung und wir verwenden gerne das Wort globales Dorf, so wenn wir, als wenn wir alle gleichberechtigte Dorfbewohner wären. Dem ist aber nicht so. Man muss ja wirklich nur über das Mittelmeer, das reicht, wenn Sie auch von Österreich kommen, ein paar hundert Kilometer in Richtung Bosnien-Herzegowina fahren und Sie sind in einer anderen und im Balkan wahrlich sehr zersplitterten Welt. Für mich ist auch gerne Jugoslawien so eine Art Ouvertüre dessen gewesen, was sich noch in anderen europäischen Staaten oder in der EU insgesamt anbahnen könnte, nämlich vor dem Hintergrund einer Wirtschaftskrise ein Nord-Süd-Gefälle, in dem ein Diskurs herrscht, wo die Menschen des Nordens, damals waren es in Jugoslawien und Slowenien, die gesagt haben, wir wollen nicht mehr arbeiten und das Budget leisten für diese Taugenichts im Süden, sprich die Albaner, Mazedonier und so weiter. Das war eben der Diskurs, den man in den späten 80er Jahren dort hörte. Und das führte zur Balkanisierung eben Jugoslawien, zur Aufsplitterung, zu dem Zerfall dieser Föderation, die ja gerne auch immer als eine Art Musterstaat gehandelt wurde. Und wir sahen in den frühen 90er Jahren dann eben auch die Zersplitterung der Sowjetunion. Und wir haben heute zusätzliche Begriffe in unser Vokabular eingeführt, wie beispielsweise die Irakisierung, die Somalisierung. Wir werden bald von der Syrianisierung sprechen. Also gemeint ist damit eigentlich immer, ein Staat zerfällt in ethnisch geprägte Kantone oder wie auch immer und das Gewaltmonopol des Staates versiegt. Also der Staat hat einfach nicht mehr die Kontrolle, er kann nicht mehr die Gehälter zahlen und die Menschen verlieren letztendlich auch den Glauben an diesen ihren Staat. Ja, also vor allem in Jugoslawien hat man gesehen, die noch bis zum Schluss festhielten an ihrem Staat, das waren die bosnischen Muslime, weil die hatten eben kein Serbien oder Kroatien im Hintergrund, das war als große Mutterheimatland, sondern die wollten sozusagen wirklich Jugoslawen bleiben bis zum Schluss. Wir haben heute im Irak eine fortschreitende Zersplitterung, wir haben diese also in verschiedensten nahöstlichen Staaten, wo meines Erachtens in gewisser Weise auch der Erste Weltkrieg fortdauert. Aber es ist kein Phänomen, das sich auf den Orient oder den Balkan beschränkt. Es ist etwas, das wir auch in vielen westeuropäischen, wohl etablierten Nationalstaaten erleben, wie beispielsweise Spanien, Belgien, Vereinigte Königreich, Großbritannien auch gewissermaßen. Aber Spanien ist ein ganz besonderes, interessanter Fallbeispiel.
weil in Spanien dieser Nationalismus, ja, dem wurde Rechnung getragen, im katalanischen Nationalismus, im baskischen, indem man einen hohen Grad an kultureller Autonomie über die letzten Jahrzehnte bereits gewährte, indem man also, indem die Kritiker der Katalanen sagen, was wollt ihr noch? Ihr verwendet eure eigene Sprache. Was wollen sie noch? Sie wollen Fiskalhoheit, sie wollen Steuerhoheit, sie wollen, also bis hin zum Referendum, Abspaltung, ganz klare Abspaltung von Spanien. Also die wollen eigentlich das, was europäische Staaten jetzt der EU abtreten wollen. Genau. Und das Kuriose ist ja, dass die liebe EU hat den Kosovo mit offenen Armen aufgenommen, auch nicht alle EU-Staaten. Also wir wissen ja, dass die Spanier, die Slowaken, die Rumänen gesagt haben, also wir anerkennen den Kosovo sicherlich nicht. Ja. Das hat also ganz klare handphysiologische Hintergründe, weil all diese Staaten selbst Probleme mit großen Minderheiten auf ihrem Staatsgebiet haben. Aber Kommissionspräsident Barroso hat auch letztes Jahr gesagt, wenn die Katalanen ein Referendum abhalten und den Separatismus umsetzen, dann brauchen sie gar nicht glauben, dass sie dann bei uns anklopfen können, um Mitglied zu werden. Ja? Also das ist eine etwas ambivalente Haltung der Europäischen Union. Und wenn man sich zurückerinnert an die Situation in Jugoslawien der 1990er Jahre, als eben Belgrad die verbliebene jugoslawische Volksarmee, die ja auch schon ethnisch aufgesplittert war, nach Kroatien entsendete, um dorthin anzuhalten, dass die Kroaten sich selbstständig machten und die serbische Minderheit, das war ja das Hauptproblem, dort unter die Räder kommen würde, so hat man in Madrid seitens der regierenden Volkspartei Partido Popular im letzten Herbst auch vernehmen können von einigen Abgeordneten, wenn man in Barcelona ein Referendum abhält über die Unabhängigkeit, dann schicken wir die Guardia Civil nach Barcelona. Also das sind schon, man soll jetzt nicht Analogien irgendwie in Extremes drücken, aber es sind schon kuriose Elemente der Geschichte, die da immer wieder zurückkehren. Sie haben es gerade schon erwähnt, ich möchte da aber nochmal nachhaken. In Ihrem Buch gehen Sie davon aus, dass der Erste Weltkrieg in gewissem Sinne noch im Gange sei, und zwar im Nahen Osten. Können Sie das unseren Zuhörern gegenüber ein wenig ausführen? Ja, gerne. Also der Nahe Osten, so wie er sich heute auf der Landkarte darstellt, ist in gewisser Weise ein Ergebnis des Ersten Weltkrieges, weil zum einen die Konkursmasse des Osmanischen Reiches neu geordnet wurde durch die damaligen Siegermächte Großbritannien und Frankreich. Und Referenzen für diese Neuordnung war zum einen, wo standen die britischen Soldaten, welche Versprechungen hatte man wem während des Ersten Weltkriegs gemacht, sprich also die Schaffung einer jüdischen Heimstätte, später Staat Israel, sprich die Schaffung eines arabischen Staates Palästina, also der alte Nahostkonflikt ist sozusagen ein unmittelbares Ergebnis auf dieser nicht eingelösten Versprechungen Londons. Aber das Interessante, was uns heute sozusagen bewegt in einer Tragödie wie der syrischen oder auch im Irak, ist, dass hier Nationalstaaten zerfallen, die zum einen auch auf schwachen historischen Beinen ruhten, weil sie zusammengewürfelt wurden sozusagen aus historischen Regionen, die deren Grenzen man neu zog. Und die Referenz für die Neuziehung dieser Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg waren Pipelines. Und damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt unseres Gespräches, weil der Erste Weltkrieg war einfach der erste Krieg, der im Namen der Mobilität geführt wurde. Und man wusste spätestens im Jahr 1918, man braucht Erdöl und man braucht vor allem physischen Zugang zu Erdölquellen. Und die damals bekannten Erdölquellen, leicht explorierbar, gute Qualität, war Mesopotamien, sprich der spätere Nordirak. Und man holte eben diese Gebiete in die britische Hemisphäre hinein. Und bevor man sich über die Staatsgrenzen, den Verlauf der Grenzen zwischen den heutigen Staaten Syrien, Irak, Jordanien und das spätere Israel einigte, baute man eine Pipeline. Und nachdem man sich über die Pipeline geeinigt hatte, baute man sozusagen die Staaten. Und hier ist ein unmittelbarer Konnex zwischen eben den Kriegsereignissen, der Bedeutung des Rohstoffes Erdöl und den Vorgängen in den Staaten gerade zum jetzigen Zeitpunkt gegeben. Also ich
meine gerne, dass der Zweite Weltkrieg mit dem Fall der Berliner Mauer endete, weil der Zweite Weltkrieg ging ja bekanntlich in den Kalten Krieg über, der war dann irgendwann mal zu Ende im Jahr 89. Aber der Erste Weltkrieg, der bewegt uns bis heute und wir feiern, ja, es gibt ja ganz kuriose Begriffe, viele Außenministerien werfen sich im Moment ins Zeug, um das Jahr 1914 zu begehen, zu kommemorieren, also wir sprechen von Feierlichkeiten sogar, um diese Urkatastrophe, so wie sie George Kennan nannte, also die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, zu begehen. Und so wie sich die Dinge im Moment entwickeln, weltweit, aber gerade auch eben auf dem europäischen Kontinent, weiß ich nicht, ob wir uns versehen in Situationen wieder zurückfallen könnten, die wir im Jahr 1914 hatten. Ja. In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich mit dem Aufstieg und dem Niedergang von Kulturen und Zivilisationen. Unter anderem haben Sie sich auch da mit dem Oswald Spengler beschäftigt und dessen Hauptwerk Der Untergang des Abendlandes. Warum würden Sie sagen, und ich werde das wahrscheinlich unterstützen, lohnt es sich, dieses Werk, dieses schwere Werk, dieses Brikett von einem Werk durchzuarbeiten? Es ist ein wahrlich nicht leicht lesbares Werk. Der Mann war umfassend gebildet, also eine Bildung reichend von den Naturwissenschaften über Geisteswissenschaften, also insbesondere Geschichte, Philosophie, die wirklich in dem Maße, glaube ich, heute nicht mehr zu finden ist. Das erklärt sich sicherlich mit einem Bildungskanon, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa bestand und zudem war Spengler natürlich auch in vielfacher Hinsicht wie viele kluge Köpfe Autodidakt und hat sozusagen sich vieles auch selbst noch angeeignet. Und ich empfinde die Lektüre als schwer, aber auch gleichzeitig als inspirierend und immer wieder als augenöffnend. Und was ich besonders interessant finde, ich meine, man darf ihn natürlich jetzt auch nicht wortwörtlich in allen nehmen, man muss vieles im Zeitgeist von 1900 und so weiter verstehen, also es ist schon eine gewisse historische Interpretationskritik auch erforderlich, aber er war einfach anti-Mainstream und wenn man sich vorstellt, als er anfing zu schreiben, zu recherchieren in den frühen Jahren eben des 20. Jahrhunderts, da herrschte in Mitteleuropa, in Wien, in München, wo er so tätig war, weiß Gott, eine Aufbruchsstimmung. Ja? Also the name of the game war damals Fortschritt, anything goes und alles wird besser. Und das fand ein abruptes Ende mit diesem massiven Kriegsgeschehen von 1914 bis 18. Und sein Buch erschien im Jahr 1920, kurioserweise eben auch beim Braumüller Verlag, damals in Wien und dann später in München, die zweiten und dritten Auflagen. Aber Zeitgenossen, die ihn wahrscheinlich 1910, 1912 noch müde belächelten und sagten, ja, du bist ein Schwarzseher, du bist eine unselige Kassandra, die mussten ihm dann in gewisser Weise Recht geben. Und sein Buch war ein vielgelesenes vor dem Hintergrund der Trümmerfelder. Und es waren ja die Zerstörungen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg in den Städten gar nicht so massiv wie nach dem Zweiten Weltkrieg, also kein Vergleich. Aber es war einfach eine moralische, es war eine Identitätszertrümmerung, die damals da war. Ja, also wie sollte man sich mit dieser völlig neuen Situation von republikanischen Staaten und von einer Welt, die untergegangen war, ja, eine feudale Welt, eine Ordnung, es war eine ganze Ordnung, war zerstört worden. Und damit beschäftigte sich Spengler noch bevor sie also sozusagen untergegangen war. Und das finde ich das Interessante auch an seinem Zugang, dass er sich da nicht beirren ließ und sich nicht sozusagen der Illusion hingab, es wird schon alles gut und es wird nicht so schlimm werden. Nun muss man auch nicht sozusagen jetzt ein Untergangsprophet oder sonst was sein und wird da gerne in diese Kategorie Totengräber und so weiter hineingeworfen, nur weil man sozusagen ein bisschen skeptischer und misstrauischer ist. Aber ich glaube, man tut gut daran, sich einfach auch eine inspirieren zu lassen von Personen, die einfach versuchen, einen weiteren Blick und damit auch diese Verbindung zur Naturwissenschaft hinzufassen, eben der Zyklen des Aufgangs, des Untergangs, wie wir es bei einer Pflanze, bei
im biologischen Geschehen einfach haben. Und das war sein Blick auf die Staatengeschichte, auf die Kulturgeschichte, indem er eben auch den Blick des Naturwissenschaftlers machte. Und damit ist er ja nicht der Einzige. Das tut Leopold Kohr ähnlich. Das ist auch heute wieder in gewisser Weise ein Trend, dass man hier versucht, im Sinne des ressourcenschonenden Wirtschaftens und so weiter, gerne immer wieder die Biologie zu Nutze zieht. Also das Buch zu lesen ist ein Aufwand. Da sitzt man also mehr wahrscheinlich als einen langen Sommer. Aber man kann sich ja gewisse Passagen antun und die werden einen auch, glaube ich, Augen öffnen. Ja, ich unterstütze das voll und ganz, was Sie sagen. Und jetzt noch ein letzter Punkt. Ich habe noch ungefähr 4 Minuten. Man kann, wenn man Ihr Buch liest, den Eindruck haben, dass wir in einer intellektuell sehr dürftigen Zeit leben und dass wir das aber im Grunde genommen ersetzen durch Ignoranz und Arroganz. Ja, ganz genau. Also es ist es erfasst mich immer wieder ein Unbehagen, wenn ich eben diese Kombination Ignoranz und Arroganz in Entscheidungsstellen sehe. Weil wenn man ignorant ist, aber zumindest die Demut hat, zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß und sozusagen ziehe Leute heran, die es vielleicht besser können oder die richtige Information liefern, aber dann fehlt es wieder sozusagen an der intellektuellen Kapazität, das eine vom anderen unterscheiden zu können oder Dinge richtig einschätzen, einstufen, abwägen, das fehlt in vielen Bereichen. Und ich habe selbst die Möglichkeit gehabt, in einem Ministerkabinett einmal zu arbeiten. Ich habe in der Kommunalpolitik einige Zeit zugebracht und ich war immer wieder erschüttert eben über diese Kombination von Ignoranz und Arroganz. Und die ist, glaube ich, heute vielen Menschen bewusst geworden. Und das ist ja genau das, was, glaube ich, auch das Wutbürgertum hervorgebracht hat. Ja, also es ist heute einfach, lässt sich vieles nicht mehr sozusagen hinter Kabinettstüren verharren, sondern Prism und NSA sei Dank, die Daten sind ja aufgezeichnet, nicht nur von uns beiden hier in diesem Gespräch, sondern sie sind von allen aufgezeichnet. Ja? Und das, glaube ich, macht dieses Unbehagen sozusagen auch immer größer. Und man wird sehen sozusagen, was noch alles zurollt an Aufdeckungen, an Skandalen, wie auch immer man jetzt mit Informanten umgehen will, nachdem man ja auch heute einen Brad Manning verurteilt hat oder Strafmaßen auch noch beleuchten wird. Aber ich glaube, es wird einfach gewisse Aktionen werden sich nicht mehr zurückhalten lassen. Okay, dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch. Und möchte nachdrücklich empfehlen, von Karin Kneisel zu lesen, Die zersplitterte Welt, was von der Globalisierung bleibt. Ja, ich sage damit Grüß Gott in Richtung Wien. Vielen Dank für das angenehme Gespräch, Herr Schall. Dankeschön. Dankeschön.